Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Golland, dem Ansehen des Antrages bin ich grundsätzlich gar nicht mal abgeneigt. Gerade weil sich Ihr Antrag ja zunächst mal nur auf einen Prüfungsauftrag beschränkt. Das ist ja auch so gefordert. Ich möchte Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen aus dem polizeilichen Alltag. Es gibt tatsächlich Menschen, die bringen Sie zum Gewahrsam, dann urinieren die ins Auto, die bekoten sich, das Auto ist verschmutzt. Dann gibt es Menschen, die machen das sogar extra, absichtlich. Die beschmutzen ihre Zelle, ihre Gewahrsamszelle mit Kot, dem Boden etc. etc. Da frage ich mich, ja, warum sollen diese Menschen nicht zum Beispiel an den Reinigungskosten beteiligt werden? Aber, und deswegen ist der Antrag aus unserer Sicht zumindest zurzeit noch nicht zustimmungsfähig, denn Ihr Prüfauftrag, der greift an dieser Stelle einfach zu kurz. Sie wollen lediglich prüfen lassen, wie viel Geld man aus diesen Sachen generieren kann. Das reicht aber bei weitem nicht. Denn was ist, das wurde auch schon erwähnt, mit den wirklich wichtigen Fragen, die diese Sachen hier betreffen? Denn die Bedenken, die man zu dieser Frage haben kann, nein, die man aus meiner Sicht haben muss und die auch ich habe, die sind groß. Wie genau wäre sowas überhaupt umsetzbar? Wie kann man die Privatisierung und die Individualisierung von Kosten verhindern, die ja aus gutem und aus wichtigen Gründen vergesellschaftet sind? Wie genau kann man da Grenzen ziehen und wo sollten diese Grenzen gezogen werden? Bei meinem Beispiel von gerade, das ich jetzt gerade genannt habe, auch gerade bei den Menschen, die es extra machen, wären diese Grenzen aus meiner Sicht zumindest in den meisten Fällen vermutlich überschritten. Aber mein Beispiel ist Gott sei Dank nicht der Regelfall, sondern halt nur die Ausnahme. Die ganz große Menge liegt in einem Bereich, der unterhalb einer solchen Grenze liegt, zumindest aus meiner Sicht, oder in einem großen Graubereich. In dem Punkt 3 zum Beispiel, da erwähnen Sie es ja in einem Nebensatz selber. Wie kann man zum Beispiel unzumutbare Härten verhindern? Man muss ja auch bedenken, die Menschen, die ich gerade in meiner Geschichte erwähnt habe, die sind ja, sag ich mal, auch in, dann häufig geistig nicht ganz in einem gesunden Zustand. Den kann man solche Kosten sicherlich nicht aufbürden. Ja? Also was sind überhaupt unzumutbare Härten in diesem Bereich? Auch diese Frage müssten in einem solchen Prüfauftrag beleuchtet werden. Das ist in Ihrem Antrag aber nicht der Fall. Dann müsste ein solcher Prüfauftrag auch die Frage beantworten, was eine Gebühr oder eine solche Gebühr unterm Strich überhaupt bringt, also auch finanziell. Und damit meine ich gerade nicht nur die Einnahmen, sondern wirklich unterm Strich auch mit der Ausgabenseite in Zusammenhang. Ich sage mal, bisher ist es in der Regel immer so, wenn Sie Menschen ins Gewahrsam packen, weil sie betrunken sind zum Beispiel, am nächsten Morgen sind sie wieder nüchtern, schämen sich ganz doll, dann gehen die nach Hause, packen ihre Sachen und sind weg. Da passiert häufig oder meistens nichts weiteres mehr. Aber wir wissen alle, was passiert, wenn Sie den Menschen ans Geld geben. Es wird vermutlich zu einem erhöhten Klageaufkommen kommen. Und dabei wird dann nicht nur die Gebühr als solche Gegenstand der Verhandlung sein, sondern auch die Grundmaßnahme, die überhaupt zu dieser Gebühr führte, nämlich zum Beispiel die Einlieferung in das Gewahrsam. Und das verursacht dann auch alles wieder Kosten in nicht unerheblichem Ausmaß. Sie werden Richterstellen schaffen müssen, die Polizeibeamten, die am Einsatz beteiligt waren, werden in aller Regel als Zeuge in die Verhandlung geladen. Da sind dann schon mal mindestens zwei, wenn nicht sogar die Gewahrsamsbeamten noch hinzukommen. Die wiederum stehen dann jedes Mal für 1 bis 2 Stunden im Dienst nicht zur Verfügung oder, falls die Aussage außerhalb der Dienstzeit erfolgt, dann wird es als Mehrarbeit gutgeschrieben. Ganz generell gibt es bei Gebührenerhebung immer Verwaltungskosten und da muss man sich einfach fragen, lohnt sich das überhaupt? Ist eine solche Gebühr verhältnismäßig? Da kann man auch mal fragen, gibt es da bereits Erfahrungen aus Baden-Württemberg? Ja, das alles müsste in einen solchen Prüfauftrag rein, ist hier aber nicht vorhanden. Vielleicht ändern Sie das noch nach der Debatte im Ausschuss. Dann kann man darüber nachdenken, ob man dazu stimmt, gerade weil es nur ein Prüfauftrag ist, zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht. Zur Überweisung stimmen wir natürlich zu. Vielen Dank.